Für Zeitungen, Radio und Fernsehsender ist es ein Gesetz. Was sie den Leuten erzählen, das muss auch wahr sein. Forscher haben auf dem Mars Hinweise auf mögliches Leben gefunden. Im Internet kann jeder alles sagen, ohne dass es jemand kontrolliert. Und deshalb findet man hier neben guten Informationen auch allergrößten Quatsch. Von Leuten, die sich nur wichtig machen. Ich habe hier schon dreimal fliegende Untertassen gesehen. Oder solchen, die damit nur Geld verdienen wollen. Bilder und Filme können auch gefälscht sein oder irgendwo anders rauskopiert. Wie oft sie geteilt wurden, sagt aber nichts darüber aus, ob sie auch wahr sind. Deshalb sollte man im Internet immer prüfen, von wem eine Information eigentlich stammt. Und ob andere, zu denen man Vertrauen hat, das Gleiche berichten. Oder eben etwas ganz anderes. Von Marsmenschen sprechen die Forscher allerdings nicht, höchstens von winzig kleinen Bakterien.